Hoppla, hat niemand gesehen, was ich jetzt hier gerade mit der Pizza mache? Aber ich hoffe, das sieht der Chef nicht. Das ist ein bisschen... Oh, aua! Ah! Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir. Und heute könnt ihr schon sehen, dass wir heute mal nicht Pizza essen, so wie sonst eigentlich jeden Tag. Nee, heute arbeiten wir mal in einer Pizzeria, denn heute zocken wir ein Spiel bei Roblox, wo es darum geht, eine ganze Pizzeria eigentlich am Laufen zu halten. Und da fallen ja verschiedene Jobs so an. Also Kassierer gibt's, es gibt den Koch, es gibt die Verpacker, die Auslieferer, Lieferant gibt's auch natürlich. Und jetzt müssen wir uns erstmal entscheiden, was wir so machen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen mal als Kassierer an. Das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. Und jetzt geht es ja schon direkt los mit dem Bedienen der Leute. So, mal schauen, was die Frau möchte. Ja, muss ich jetzt mal entscheiden. Okay, hat sie gemacht. Sie will schon mal keine Pizza. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber da sage ich natürlich trotzdem nicht nein, wenn sie nur was zu trinken haben möchte. Und da kommt schon direkt der nächste Kunde. Okay, aber der möchte eine Pizza und die kriegt er natürlich auch. Also ich muss sagen, bisher ist das relativ einfach hier zu arbeiten. Das gefällt mir auf jeden Fall. Da kann ich scheinbar nicht viel falsch machen. Oder? Mal schauen, was der will. Okay, der will dieselbe Pizza. Also ich muss sagen, das ist natürlich ein ganz entspannter Job, aber irgendwie passiert hier natürlich auch nicht so viel, oder? Oh. Was machen die denn hier? Naja, gehen wir mal wieder zurück. So, was sagen wir dann zu der? Die kann sich scheinbar auch nicht entscheiden. Also, was willst du? Auch was zu trinken. Scheinbar wollen die heute keine Pizza. Ich kann es zwar nicht verstehen, also ich hätte jetzt schon 3 Pizzen in der Zeit gegessen. Aber, wenn sie nicht wollen. Boah, was kann man denn sonst noch so machen? Okay, nee, das brauche ich ja nicht. Ist ja kein Feuer. Was haben wir hier noch so? Hier ist also der Teich von der Pizza. Oh oh, jetzt bin ich auf einmal Koch geworden. Nein, ich will kein Koch sein. Ich muss ja eigentlich die Leute bedienen. Okay, jetzt wurde ich schon mal ersetzt als Kassierer oder als Person an der Kasse. Dann würde ich sagen, dann fangen wir mal als Koch an. Das kriegen wir bestimmt auch hin. Okay, also klar, wir brauchen jetzt erstmal einen Teich. Dann packen wir den hier hin. Tomatensoße ist jetzt relativ einfach. Das müsste das hier sein. Käse ist auch, oder? Ist das Käse? Ja, bestimmt. Pepperoni, scheinbar das. Und dann kommt ihr in den Ofen. Gar nicht so schwer, also eigentlich bin ich jetzt Pizzakoch, würde ich sagen. Oder? Hoppla, hat niemand gesehen, was ich jetzt hier gerade mit der Pizza mache? So, jetzt ist es aber im Ofen. Ist nichts passiert. Lag ja nur ganz, ganz kurz auf dem Boden. Und fertig ist die Pizza. Dann holen wir die da raus. Was machen wir jetzt damit? Hier hinlegen. Und das war's auch schon. So, und ich würde sagen, das hat schon mal gut geklappt. Aber dann schauen wir uns mal an, was es hier sonst noch so für Jobs gibt. Und dann machen wir mal den Verpacker. Da sieht man jetzt auch wieder meine coole Frisur, muss ich sagen. Also, das ist schon nicht schlecht. Okay, eine Verpackung auf den Tisch ziehen. Sehen alle gleich aus. Dann packen wir mal die hier hin. Und da rein. Und schießen. Und das war's. Genau, da muss ich noch aufs Laufband. Aber das war's dann wirklich. Tja, also ich muss sagen, das ging ja noch einfacher. Ich würde sagen, und dann machen wir das noch ein bisschen weiter. Oh, nee. Erst die Verpackung. Dann die Pizza. Boah, da kommen hier immer mehr nach. So schnell bin ich auch nicht, Leute. Könnte ich hier eigentlich auch mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Aber scheinbar hat keiner Bock auf den Job als Verpacker. Dann müssen wir das wohl machen. Und jetzt kommen wir auch ganz gut hinterher. Jetzt kommt direkt die nächste Pizza. Und da kommt direkt die nächste Pizza. Jupp, hoppla. Das sollte man natürlich nicht machen mit der Verpackung. So. Kommt jetzt immer mehr. Wieso wollen dann jetzt auf einmal alle was zu trinken haben? Was zu trinken kommt einfach so aufs Band? Nee, geht ja nicht, ne? Was machen wir jetzt? Kommt das da rein? Nö. Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Das ist natürlich schlau gemacht, dass es da extra für ein Fach gibt. So, jetzt haben wir auch mal alles abgearbeitet. So schnell sind wir hier gerade unterwegs. Kann ich hier rein? Nee, ne?
Okay, ist schon mal keine Arbeit mehr für uns. Dann schauen wir mal woanders rein. Und hier müsste ja eigentlich der Auslieferer dann sein. Ach, und das können wir jetzt auch direkt machen. Ja, wenn das keiner machen will, dann machen wir das einfach, würde ich sagen. Und dann müssen wir das scheinbar nach da hinten ausliefern. Aber da habe ich keinen Bock, das zu Fuß zu machen. Dann nehmen wir hier eins der coolen Autos. Die scheinen auch alle gleich zu sein. Dann nehmen wir mal das hier. Oh, hoppla. Ich hoffe, die Pizza ist noch heile. Nee, wir fahren mal vernünftig über die Straße. Auch wenn der Weg jetzt deutlich kürzer wäre, wenn wir einfach über den Rasen fahren. Okay, der Kollege hat ja mal Lust auf eine Pizza. Und dann bringen wir dem auch eine. Okay. Dann haben wir ja unseren Job gemacht. Und dann geht's zurück. Ich muss sagen, das gefällt mir, glaube ich, am besten. Also hier verpacken war schon nicht schlecht, aber ausliefern ist schon am coolsten. Da kommt man nochmal so ein bisschen in der Insel rum. Und der nächste Auftrag. Hoppla. Oh, das ist aber ganz schön weit weg. Ah, okay, hier ist es schon. So, hallo, einmal aufmachen bitte. Jetzt haben schon mal viele Leute auf der Insel hier Lust auf eine Pizza. Gibt ja scheinbar auch wenig anderes zu essen. Gibt scheinbar nur eine Pizzeria und dann ist natürlich auch klar, dann isst man halt jeden Tag Pizza. Gibt ja auch Schlimmeres, muss ich sagen. Ah, und hier ist scheinbar die Verpackung oder die Auslieferung. Müssen wir uns nachher nochmal anschauen. Oh, wieso hat die denn so ein cooles Haus? Da schauen wir mal erstmal rein. Nee, da will ich nicht rein. Okay, hier kann ich so ein bisschen mixen. Hier ist es auf jeden Fall ein bisschen schicker als in der Pizzeria. Hallo, ist das schlimm, dass ich hier rumlaufe? Nee, oder? Dann machen wir mal den Mixer wieder aus. So, wir haben jetzt ja auch genug gearbeitet, da kann man auch mal eine Pause machen, würde ich sagen, oder? Oh, hoppla. Ich bin scheinbar nicht der beste Autofahrer. Ah, und endlich habe ich mal hier Unterstützung bei den Lieferanten. Ah, so ein bisschen... Oh, aua! Vorsichtig, Kollege. So, dann parken wir hier noch vernünftig. So. Perfekt eingeparkt. Und dann können wir auch aussteigen. Dann trinken wir hier noch ein bisschen was. So, liefer du mal die Pizza aus. Ich mache jetzt erstmal Pause. Was ist denn hier? Ah, hier ist schon mal auch noch so eine Auslieferung. Ah! Ah, was passiert mit mir? Was ist da gerade passiert? Und wieso liege ich da jetzt? Ist mir nicht ganz geheuer, was da hier gerade in der Pizzeria passiert ist. Ich glaube, da muss ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen ausruhen. Gute Nacht. Oder ich lege mich lieber woanders hin. Hier sieht es doch nach einem entspannten Plätzchen aus. Aber ich hoffe, das sieht der Chef nicht. Die Leute scheinen scheinbar auch nicht zu stören, dass ich hier ein kleines Nickerchen mache. Aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein mit Schlafen. So, braucht ihr hier noch Hilfe? Na, jetzt kann ich die gar nicht bedienen, wenn ich nicht Kassierer bin. So, jetzt geht das vielleicht. Da helfe ich natürlich gerne, wo ich kann. Also, wir verkaufen Pizza und Limonade. Was willst du? Ah, der will Pizza. Gute Entscheidung. Jetzt bin ich hier auch komplett allein gelassen hier an der Kasse. Aber kann man nichts machen. Ja, okay, kommt da jetzt eine Bestellung? Ah, okay, da ist sie. Und ich würde sagen, für heute war es das jetzt erstmal mit meinem Arbeitstag. Wir haben jetzt aber auch wirklich genug gemacht, ne? Wir haben an der Kasse gestanden, wir haben hier gekocht, wir haben ausgeliefert. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viele andere Jobs gibt, die wir hier machen könnten. Aber hier gibt es ja auch nichts mehr zu tun, dann gehen wir jetzt mal wieder nach Hause. Oh, hi, Kollege. Na, alles klar. Ah, hier kann ich sogar noch meine Kleidung ändern. Cool. Aber meint ihr, das trägt man in der Pizzeria? Eher nicht, oder? Oder das? Nee.
Wenn ich so ausgucke, ich glaube, dann will keiner bei mir an der Kasse stehen. Eigentlich sind die Haare auch schon ein bisschen unpassend für eine Pizzeria, muss ich sagen. Dann natürlich lieber das. Und ein bisschen sieht man auch noch von den Haaren. Ich würde sagen, den Hut, den lassen wir jetzt einfach mal auf. So, fertig. Ah, Leute, das sieht doch perfekt aus, oder? So können wir auf jeden Fall nach Hause fahren. Wir schnappen uns dann einfach mal hier ein Auto. Das kann man bestimmt auch privat benutzen. Oder nehme ich das Ding hier. Kann man das auch fahren? Nee, kann man nicht. Schade. Schade. Hoppla, sorry. Dann fahren wir mal das Ding und dann schauen wir mal, wo unser Zuhause ist. Wir haben jetzt den ganzen Tag gearbeitet. Deswegen habe ich jetzt gar nicht gesehen, wo ich wohne. Ach, hier ist ja schon mein Zuhause. Aber könnt ihr mir mal eins sagen? Warum habe ich nur so ein Haus? Und die Frau da hinten hat so ein Haus. Da muss ich wohl noch ein paar mehr Pizzen ausliefern, damit ich mir auch mal was leisten kann. Mal schauen, was wir so als Haus haben, als einfacher Pizzaverkäufer. Ja, scheinbar nicht viel. Also das selbst mein kleines Haus in Adopt Me City schöner. Leute, das ist doch echt ein bisschen traurig, oder? Kann ich mich dann hier trotzdem schlafen legen? Irgendwie bin ich schon wieder müde. Ja, geht ganz gut. Ich sollte besser die Tür zumachen vorher. Geht das? Ja, geht. So. Und jetzt... Ein Fenster habe ich irgendwie auch keine. Das ist einfach nur ein Loch drin. Da legen wir uns trotzdem erstmal schlafen. Viel mehr können wir hier in dem Haus auch nicht machen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute haben wir mal ein bisschen was anderes gespielt. Heute waren wir mal als Pizzaverkäufer und Pizzalieferant unterwegs. Wenn wir das in Zukunft noch mehr spielen sollen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann lese ich mir das mal durch und dann schauen wir mal, was wir so in Zukunft spielen. Ob wir das nochmal spielen oder ob wir uns wieder in Adopt Me City als Baby René wiedersehen. Das sehen wir dann und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.